Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem weiteren Unboxing von mir, The Final Heaven TV. Um was geht's heute? Na klar, um Final 15. Endlich ist es da. Ich fasse es ja gar nicht. Nach 10 Jahren in the making ist es dann endlich mal so weit, dass es dann auch auf den Markt gekommen ist. Ich habe mir hier die Deluxe Edition gegönnt. Die will ich dann auch gleich mit euch auspacken. Ja, ich sitze zwar hier im Joggingsanzug ganz tiefenentspannt, was das angeht. Von daher würde ich sagen, ich baue euch erstmal wieder kurz um hier, damit ihr meine Finger mal sehen könnt. Und dann schauen wir uns das mal insgesamt hier alles an, was da so drin ist, bevor es dann auch heute noch losgeht in die Aufnahme von Final 15. Ich habe da so ein bisschen was Neues, neues System, denke ich mal, will ich mal versuchen aufzunehmen. Ich möchte das Spiel mal im Ganzen aufnehmen, sonst habe ich es ja immer gemacht, dass ich eine Folge aufgenommen habe. Dann immer entweder noch ein Recap dazu gesetzt habe oder halt noch ein Intro dazu. Ich möchte das diesmal von vorne bis hinten einfach eine Aufnahmesession machen, so 3, 4, heute vielleicht 6 Stunden. Juhu, ich mal gucken, ob mein werter Herr Rechner das dann auch mitmacht. Von daher probiere ich das jetzt einfach mal heute aus, ob das funktioniert. Das spart ein bisschen Zeit für mich. Bei mir sieht es ja hier auch gerade aus. Ihr könnt das ja Gott sei Dank nicht sehen, was da so hinter der Kamera steht, aber naja, komm, hör auf. Ich würde sagen, ich baue euch schnell um und dann gucken wir uns das Spiel an, nicht? So, juhu, da bin ich wieder. Hat wieder ein bisschen gedauert hier. Hier sind diese ganzen Kabel, die hier rumliegen. Es ist einfach unfassbar, wie das hier nervt. Aber naja, gut, da muss ich jetzt durch. So, da haben wir das schöne Teilchen vor der Nase. Und guck mal, hier noch Folie drum. Ich bin ja so juckig darauf, das Ding endlich auszupacken. Also diese Deluxe-Version hat auf dem ersten Anschein, beziehungsweise steht es da, ich weiß nicht, ob man es so direkt lesen kann. Da steht drauf, Final Fantasy 15 und Kingsglaive Final Fantasy 15. Diese beiden Dinger sind da drin, das ist ja der Film, die quasi Vorgeschichte, wenn man das so will, zu Final 15. Kann ich nur sehr empfehlen, guter Film. Meine Hände, wie sieht denn aus? Das sind die Bauarbeiten, die hier nebenbei laufen. Die machen meine Hände kaputt. So, auspacken, reiß alles auf. Whee, da ist es schön glänzend. Guck's dir an, Wahnsinn. Jetzt muss ich aber leider mal zwischen der Kamera gucken. Ich stehe nämlich gerade. Aha, ein durchsichtiger Schuber. Ist das was? Und da kann man quasi nochmal das sehen, was hinten drauf steht. Steht überhaupt? Ja, jede Menge. Kingsglaive, der Film ist mit bei. Alles Klärchen, haben wir das schon mal? Und was haben wir denn hier drin? Das ist doch viel, viel wichtiger. Erstmal die schönen Artworks wieder von dem Herren Yoshitaka Amano, heißt er natürlich. Fast nicht auf den Namen gekommen. Gerade muss ich gerade nochmal auf mein The Sky gucken. Wie er denn nochmal richtig heißt. Im Weifer des Gefechtes seinen Namen vergessen. So, klappen wir es mal ganz vorsichtig auf. Aha. Hier ist schon wieder ein Registriercode, keine Sorge, den seht ihr, könnt ihr eh vergessen, weil da habe ich mich schon längst registriert. Was steht denn da? Das Lösungsbuch, ich glaube, das habe ich auch schon bestellt, ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Naja, muss ich nochmal mein Amazon checken. Und hier haben wir den Season Pass. Verlängern dein Abenteuer jetzt zu PlayStation Hit. Verlängern? Was zum Geier hat das zu bedeuten? Naja, gut, lass ich mich mal überraschen. So, was haben wir hier? Ja, die Deluxe Edition. Hier gibt es natürlich diesen Promotion Code. Was ist dabei? Die Masamune, die Kleidungskönigstracht und die Lackierung Platin Leviathan. Mhm. Und ja, Anleitung zum Einlösen, bla bla bla. Das könnt ihr eh alles vergessen, das habe ich nämlich schon getan. Oh, hier, I'm Setsuna. Das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Spiel, was ich auch gerne mal spielen würde. Final Fantasy 14 Online. Ja, habe ich auch liegen, aber. Hat irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da keine Zeit für. Die Renovierungen hier, die laufen ja auf Hochtouren. So, was haben wir hier noch? Aha, ja, The Zodiac Age ist natürlich jetzt auch schon erschienen. Ah, nee, Quatsch, noch gar nicht. Kommt ja erst 2017. Nochmal Final 12 Remake. Verbesserte Grafik. Ja, World of Final Fantasy spiele ich ja auch gerade nebenbei hier auf meinem Channel. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ziemlich knuffig, lustig, Musik ziemlich geil. Ja, haben sie eigentlich ganz, ganz ordentlich gemacht. Die Leute aus dem Hause Square Enix. So, hier haben wir die. Und das hier. Danke für eure Unterstützung. Jawollek, was ist das denn? Das sind das alle Mitarbeiter da von Square Enix oder was? So, mal ein bisschen ranzoomen hier. Ah, Kamera macht es leider nicht scharf. Ich nehme ja hier mit dem Handy auf. Naja, gut, wo ist er denn? Aber die haben ja alle japanisch unterschrieben wahrscheinlich. Kann ich leider nicht sehen.
So, ja, vom Final Fantasy 15 Team. Dankeschön für eure Mühen. Habt aber lange genug dran gearbeitet. Es ist hier noch irgendwas komisches, gekritzeltes. Das können wir an die Seite. So, und erstmal alles hier so ein bisschen drapieren, dass wir das auch noch ein bisschen angucken können. Und dann haben wir hier natürlich den Film Kingsglaive. Sehr zu empfehlen, hatte ich ja eben schon gesagt. Haben wir hier noch was drunter? Oh, das geht immer so schwer. Und ich habe mal Angst, die Dinger kaputt zu brechen. Kennt ihr das auch? Ah, soll ich ja eigentlich mal draufdrücken, ne? Aber manchmal klappt es nicht ganz so. Hier ist alles gut. Hier ist noch ein schönes Bildchen im Hintergrund. Mit der ganzen Kingsglaive-Truppe. Und hier ist es endlich! Jawohl! Final 15. Das Spiel. Ich bin ja echt gespannt. Und ich glaube, das war's auch schon hier. Gucken, ob es heil ist. Nein! Na doch, es ist heil. Klar. Guck mal hier, kann man sogar meinen. Ja. Mein Rechner sehen und da läuft gerade die aktuellste Folge von World of Final Fantasy. Ich glaube, das ist Teil 11. Ne, 12 ist es. Habe ich noch gar nicht veröffentlicht. Muss ich mir auch nochmal bearbeiten. Naja, gut. Das war's. Schön sieht's aus. Hier nochmal das komplette Artwork von dem Herrn Amano. Sieht gut aus. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall, mich ans Spiel zu wagen. Ich werde es reinlegen, installieren und dann hoffe ich, dich dann auch gleich ja, in dem Spiel zu sehen. Bedanke mich erstmal hier dafür, dass du mit mir das Teil ausgepackt hast. Ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn er schon eine Woche hier rumliegt fast. Heute ist, was ist denn heute eigentlich? Samstag. Spiel kam eigentlich schon für einige Leute Montag, sogar Freitag schon. Hummel von mir, der hat gesagt, ja, ich hätte es abholen können, aber er hatte keine Zeit. Beziehungsweise Samstag war es, keine Ahnung. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier mit reingeschaut hast. Und ja, hoffe dich dann gleich hier auch in diesem Let's Play wiederzusehen. Also bedanke ich mich erstmal dafür, dass du hier reingeschaut hast. Und ja, hoffentlich bis gleich. Mach's gut. Tschüss.